Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions Captain of Industries. So, ich bin schon wieder im falschen Film hier. Ja, beim letzten Mal haben wir ja die Anlage hier zum Laufen gekriegt, die mittlerweile unsere gleich komplette Stromversorgung ausmacht. Also die Anlagen stehen nur noch und sind Notfall-Backups. Im Gegensatz zu dem hier, der gleich mittlerweile sogar Wasser dazu verdient, wir eigentlich so damit grundsätzlich im dicken, fetten Plus sind. Und mittlerweile auch nichts mehr hier durchschicken. Was natürlich der Hammer ist. Weil bedeutet, wir kommen voran. Ich hoffe bloß, dass unser Lager nicht leer geht mit der Zeit aktuell. Hier haben wir noch Platz. Aber man weiß natürlich nie, ne? Das ist die andere Sache. Hier kommt wieder Gestein an. Da haben wir ja einiges noch hier drüben rumliegen. Unsere Kohlemine ist auch fest am Arbeiten, aber unsere Kohlelager sind voll. Das ist der pure Wahnsinn. Wir haben jetzt echt volle Kohlelager. Habe ich die Kapazität dafür? Ja, habe ich. Wir bauen die zwei an. Nein, die beiden sind einfach aus. So, dann ist hier unser neues Lager und die Kohle kann wieder angeliefert werden. Aber schaut euch diese Mine an. Das ist der pure Wahnsinn. 74. Sie werden weniger aktuell, aber ich glaube, das wird sich gleich ändern, sobald wir hier mit dem Transport fertig sind. Das Problem ist, unsere Minen sind noch weit hinten. Oh, schon wieder so eine blöde Grippe. Und ich glaube, daran müssen wir jetzt als erstes was wieder dran regeln. Du bist eine unserer Uranminen. Verbessern. 440. Das hat relativ viel auf Lager rein, theoretisch. Wir werden mal das Lager erhöhen. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch irgendwo anders eine Uranmine haben. Das Icon ist ja eigentlich gut erkennbar. Da ist leider noch eine. Uranbergwerk, ja. Zu weit entfernt noch. Goddammit. Aber ich glaube, ansonsten haben wir echt gerade nichts. Das ist was anderes, glaube ich. Ne? Kalksteinbruch, ja. Bedeutet, wir sind auf ihn hier angewiesen. Ja, dann brauchen wir halt 440. Wie voll das schon wieder ist. Also selbst so, unsere Mine ist mittlerweile am Limit am Arbeiten. Das ist Wahnsinn. Von was wir hier reden, von Massen. Aber auch die Anlage hier ist natürlich ein anderes Kaliber. Jetzt sind wir wieder bei 77. Aber er scheint noch zu produzieren. Also aktuell scheinen wir noch auf einem guten Weg zu sein. Aber wir haben rein theoretisch unsere komplette Energie aktuell auf dem Weg hier, ne? Genau. Die Möglichkeit bis zu 120 Megawatt zu verarbeiten. Aber am meisten brauchen 19 thermische Entsalzer mit 7 Megawatt. Holy shit. Alter, das musst du mal überlegen. 200. Wie viel haben wir jetzt hier auf Lager? Also im Grunde sind wir genau funktional noch. Wir haben sogar was auf Lager. Das ist noch viel besser. Wenn wir jetzt Stück für Stück das Ganze vorankriegen, dann sollte das ja alles... Oh, ihr seid durch. Oh. Dann gehen wir mal das Verkippungsgebiet hier in die Tiefe. Dann gehen wir hier hin. Kann ich den ganzen Bereich machen? Nee, kann ich nicht. Dann bleibt es halt der Bereich fürs Erste. So. Fahrt mal. Sonst gehen die Lager wieder über und ich glaube, die gehen schon wieder über. Obwohl, oder? Ja, wir sind knapp dran wieder gewesen. Aber hier vorne geht Stück für Stück voran mit der Ausgrabungsarbeit. Alter.
Wenn man sich überlegt, was hier passiert, es ist schon Wahnsinn. In welchen Größen. Wir haben hier das Kupfer jetzt rein theoretisch sogar erschlossen. Und dann hier drüben den Kalk. Wir sind halt massiv dabei. Rein theoretisch hätten wir bald eine neue Autobahn auch. Die sind auch alle voll. Jetzt ist also Kalk und alles aktuell im Lager wieder picobello. Wahnsinn. Ja, stimmt, wir schauen eigentlich sehr gut aus aktuell vom Zeitplan her. Filtermaterialparks. Gold ist aktuell mal wieder ein bisschen weniger, aber unsere Lager sind noch sehr gut bestückt. Aber wahrscheinlich habe ich die Kollegen abgezogen, oder? Habe ich die Kollegen abgezogen? Ja, die habe ich abgezogen. Ich glaube, ich schnapp mir mal schnell zwei von den Baggern mit zwei LKWs von hier. Und setze die hier rein. Keine Sorge, du kriegst ein Bergbaugebiet. Das Bergbaugebiet geht hier rein. Und die erste Aufgabe ist hier seitlich den Rand ein bisschen abnagen. Bei denen haben wir jetzt so eine Überproduktion aktuell. Das ist natürlich super. Das bedeutet aber auch, was hat er schon wieder? Er kann auch Kohle hier reinliefern. Genau. Dass wir einfach schauen müssen, dass es weitergeht. Jetzt sind wir hier durch mit Ganzen. Wir laufen hier aber schon auf die 100 zu. Also wir sind immer noch in der positiven Produktion. Das ist super. Und wie es läuft, wie es ausschaut, sind wir hier sehr gut dabei. Wie es ausschaut, sind wir hier sehr, sehr gut dabei mit der ganzen Produktion und dem System. Und natürlich mit dem Abtransport sind wir auch gleich relativ gut dabei. Ah, ich vergesse es immer wieder, ne? Zurück zum Schiff. Schiff. Das Ding hat so viel dabei, Wahnsinn. Beladen starten bitte. Also es scheint hier echt aktuell der Beton zu sein, der uns ein bisschen Probleme macht. Das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Unbedingt auf Gas umsteigen möchte ich jetzt eigentlich nicht. Aber wir produzieren halt. Ja, ja, jetzt ist es die Frage, was macht man? Wie, was und wo macht man, damit die Produktion wieder anläuft? Eigentlich ist es gerade nur dieser Riesenverbrauch, den wir letztens angehauen haben. Wie schaut's denn aus? Liefert da bei jemandem die schon? Ich hab grad bei Mini. Ich hab den ganzen Tisch angehoben. Ja, laden der benötigten Materialien. Dafür müsste man sie laden. Nee, aber hier geht's gut voran, finde ich. Was ist bei euch beiden? Aus und aus. Bei euch beiden. Warum produziert ihr nicht mehr? Weil die voll sind. Warum sind die voll? Oh. Und warum produziert ihr dann keinen Dünger mehr? Weil das Wassersystem voll ist. Oh Gott. Ah. Wie kann man nur zu viel Wasser haben? Was ist denn das? Normalerweise freut man sich über sowas, aber das ist ja Wahnsinn. Ihr braucht wieder rote Sachen, die wir jetzt aktuell eigentlich nicht haben zur Verfügung, ne? Ich setze mal bei 99 an und... Ja, nee, wir haben zu viel Wasser. Könnten wir damit das System ein bisschen untergraben?
Hört sich jetzt doof an, aber die Idee ist vielleicht gar nicht schlecht. Wir haben hier einen Zufluss. Haben wir Prioritäten bei einem? Nein, haben wir nicht. Weil wenn ich hier einen Tank hinstelle, wenn wir von jetzt so einem Dreier sprechen, den ich hier hin platziere. Das machen wir jetzt mal. So. Dann machen wir gleich eine Dreierröhre dran. Setzen die hier dran. Sagen, mach mal. Setzen dich auf Priorität. Und sagen, ich nehme Wasser, bis ich voll bin, an. Und dann geben wir solchen hier eine höhere Prio. Beide auf 4 zum Beispiel in dem Fall. Und dann sollten die Kollegen doch bis hier rüberfahren können und das dann aus da reinschieben. So rein theoretisch halt, ne? Und dann können wir die ganzen Wassertanks, die bei uns aktuell Probleme machen, damit befüllen. Na, stell dir, fährt schon Wasser von A nach B. Super. Dann sollten die Tanks nicht auch wieder leerer werden. Und das System sollte wieder anfangen zu laufen. Da haben wir schon wieder einen kleinen Fehler anfälligen Positionschen gefunden. Und das ist natürlich ungut, wenn wir so eine Stelle haben. Wir haben ja zum Glück Backups in dem Fall überall drin. Aber das ist jetzt zum Beispiel so eine kritische Situation wieder gewesen, rein theoretisch. Warum läuft zum Beispiel hier nichts? Ach, hier läuft aber sehr langsam wie immer. Und hier haben wir halt wieder die Situation zum Beispiel, einfach Holz. Der Wahnsinn. Na, schaut mal, wie gut wir das Ganze hier verkippen. Das ist ein komplett neues Gebiet schon wieder. Komplett erschlossen. Der pure Wahnsinn. Das Anschluss, was wir jetzt schon verkippt haben. Das war mal ein See, jetzt ist es dann einfach eine Baufläche. Das ist irgendwie zu lustig. Ja. Good story with a good ending. Unsere Leitungen sind immer noch voll. Lustigerweise beim Gemüse nicht. Jetzt bin ich ja mal ein bisschen erstaunt. Wir haben alles auf die 140 hochgedreht, ne? Spannend. Gibt es hier nicht noch das nächste Upgrade rein theoretisch? Was ich mir sogar rein theoretisch leisten könnte. Kann ich die mal auf höher stellen, wenn ich hier was sage? Ich hätte das gerne, dann würde ich das gerne hier gemacht sehen. Wo sind meine Transporter? Ich setze euer Ziel mal niedriger. Na, jetzt läuft die Anlage natürlich wieder auf Volldampf. Ja, die Tanks mal leer machen ist auch nicht schlecht. Also sonst haben wir immer diese vollen Wassertanks, aber hier hinten können wir das in das Kreislaufsystem von unserem Hauptsystem einführen und somit relativ gut arbeiten. Wir haben ja auch rein theoretisch hier dran unsere Hauptwasservernetzung für die Produktion angeschlossen. Also es ist schon ein wichtiger Teil. Oh, wir sind hier auch durch. Holy shit, okay. Zu viel Säure. Aber wir haben Säure auf Lager, das ist super. Rein theoretisch müsste ich den Hyopai halt auch direkt anschließen irgendwie. Könnte ich das irgendwie hier so eine Röhre... Dann wäre das nicht auch wieder ein ganz anderes Thema. So. Ja, schaut eigentlich ganz gut aus, ne? Eigentlich schaut es ganz gut aus. Forschung.
Weil wir hätten jetzt ja rein theoretisch die nächste Forschung opfen. Was ist bei dir hier noch das Problem? Wir haben noch nicht genug Atommüll gemacht. Was willst du, Hund? Der Hund kommt von der Seite daher und sagt so, hallo, ich bin auch noch da. Hier, nukleare Wiederaufbereitungsanlage. Das können wir mit Atommüll, Säure und geschmolzenem Glas machen. Wiederaufbereitetes Uran, Plutonium und Spaltprodukt. Mit abgereichertem Uran können wir dann MOX-Brennstäbe herstellen für Plutonium. Deswegen speichern wir das. Mit dem Plutonium, oh, okay, die Ratio ist nicht schlecht. Und mit dem können wir mit Fluorwasser angereichertes Uran wiederherstellen und abgereichertes Uran. Leck mich am Arsch. Was ist denn das für eine Reihenfolge? Nein, ich nehme auf. Brauchst mich gar nicht so süß angucken. Ich nehme auf. Der Hund will jetzt Streicheleinheiten. Hat wenig. Was? Frachtschiff hat wenig. Wer versorgt denn Schiff gerade nicht? Ihr. Also wird eh nicht fahren, aber Leute, das ist ungut. Wenn der Kollege keinen Treibstoff hat, dann haben wir ein Problem. Weil Kollegas bringt uns Plutonium, also ja, Uran, mit dem wir arbeiten. Wie schauen unsere Tanks aus? 95. Also sie gehen auch nach oben grundsätzlich. Grundsätzlich geht das Ganze... Hörst du auf? Geh auf deinen Platz. Los. Platz. Los. Na. Es gibt hier nicht dauernd was zu essen. Du bleibst jetzt da. Dieser Hund ist der Wahnsinn. Was? Was? Wie Gemüse null. Hm? Was ist denn jetzt los? Oh, weil ich das Wasser so hochgeredet habe, das hat wahrscheinlich relativ viel Kapazität Was kann das sein? Priorität 1, Priorität 1 und Priorität 1. Obwohl ich das wahrscheinlich auch anders versorgen könnte. Let me think. Weil Brot habe ich jetzt nicht unbedingt ja da drüben. Das müsste ich von hier nach hier leiten. Ja, wait. Was habe ich hier drin? Hier dann nur Kartoffeln. Hier habe ich nur Gemüse und hier habe ich nur Brot. Bedeutet, ich könnte natürlich hier schon mal... Was ist denn hier... So, lass mich mal kurz überleischen. Wir können das in dem Fall so lösen. Ich muss mal gucken, ob wir hier eine Überfahrt bauen können, ohne dass wir Probleme mit Platz kriegen. Wir kriegen Probleme mit Platz. Hier vorne aber nicht, oder? Ja, nee, hier geht's. Rein theoretisch bin ich also hier. Sag, ich mach dich hin. Ihr seid ja alle in so einem... Wo ist denn der... Schüttgutaufzug. Flip. Machen wir das so, den kopieren wir. Platzieren direkt daneben. Und dann nehmen wir U-förmiges Förderband hier so. Dann wäre die Versorgung nicht schon mal einfach gesichert. Oh, der muss noch. <hey. lacht> Ja, okay, das geht nicht ganz so. Ja, ich baue solche Schiffe hier so bitte. Wollte gerade sagen, gerade eben ging das noch. Oh, warte mal, das eine ist ein flaches, ne? Das sind Kisten. Du bist Gemüse, ne? Genau. Bedeutet, wir müssen bei dir das einmal ganz geschwind austauschen.
flacher Aufzug. Flaches Förderband 2. Super, dann... Flaches Förderband 2. Perfekt. Und dann machen wir das mit einem U-förmigen Förderband noch. Auf die ähnliche Weise. So, warte mal, U-förmiges Förderband 2. So, okay. Und dann einfach mal schnell platzieren. Die Aufzüge machen wieder den Rest. Was ist denn hier schon wieder passiert? Heidewitzka. Flaches Förderband. U-förmiges Förderband. Gut, und dann platzieren wir die zwei noch. Ja, ab sofort machen wir hier aus. Bei dir auch. Ab sofort werdet ihr per Förderband befüllt. Bei dir auch aus. So. Das ist noch lieferbar, das können mir keiner erzählen. So, dann haben wir schon mal einen Teil eliminiert bei unserer Fabrik hier. Nahrung wird nun automatisch nachgefüllt. Das ist super. Und somit haben wir sie großteils ausgeteilt. Aus! Oh, der kommt nicht mehr zurück. Ups. Das ist jetzt hier das mit der Auffahrt in dem Fall. Die müssten wir eventuell mit dem Team überarbeiten lassen. Dass wir das ein bisschen weiter vorsetzen. Super. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.